Ja, buenos dias, schöne Grüße aus Afghanistan. Nein, kleiner Scherz, schlechter Scherz auch eigentlich. Wir sind nicht in Afghanistan, wir sind natürlich in Chile, in der Atacama-Wüste. Und warum ist hier alles kaputt, ist natürlich die Eingangsfrage, die sich jedem Betrachter stellt. Hier ist alles kaputt, weil wir in einer alten Salpeterstadt sind. Hier wurde früher vor ungefähr 100 Jahren nämlich Salpeter abgebaut. Da hinten in der Officina Anita wurde das dann verarbeitet. Und hier haben eben die ganzen Leute gewohnt. Heute ist das ein Ex-Pueblo, wie vorne am Ortsschild steht. Und die Leute sind alle abgehauen, weil es keinen Sinn mehr macht, Salpeter so zu fördern. Weil wir deutschen Lümmels das Nitrat künstlich herstellen konnten. Und damit war die ganze Geschichte dann quasi hinfällig. Insofern zerfällt jetzt hier alles ein bisschen. Dass hier nicht die Taliban durchmarschiert sind gerade, das erkennt man auch bei einer fixen Müllanalyse. Denn es deutet hier vieles, so wie dieser Helm zum Beispiel, den ich an dieser Stelle mal abnehme, aus Höflichkeitsgründen. Glück gehabt, ne? Dieser Helm deutet darauf hin, dass hier alles mit Minen und Bergbau und Gedöns zu tun hat. So ist auch die Landschaft hier nicht so wüstenidyllisch, sondern es liegt eigentlich überall Müll und überall hat der Homo sapiens auch schon drin rumgewühlt und rumgegraben. Hier haben wir auch noch so einen repräsentativen Müllhaufen. Helme, denn gern genommen, Gasmasken auch. Ja, und genau, also es ist nicht besonders idyllisch, aber ja, man kann es schon mal aushalten, so ein paar Tage. Ne? Zwischen Ruinen ist mal was anderes. Wie gesagt, Atacama-Wüste in Chile, das ist die Wüste, die ihr alle aus dem Erdkundebuch kennt, wo es nämlich nachts saukalt ist und tagsüber knallheiß wird. So ist es. Jetzt haben wir so mittags um 3, 30 Grad ungefähr, aber morgens um 5, morgens um 6, ich meine, selbst schuld, wer da vor die Tür geht, aber außerhalb des Bettes hätte es theoretisch 5, 6 Grad. Das ist schon recht frisch. Ja, das sind so 25, 30 Grad zum Teil, Tagesdifferenz. Warum ist das so? Weil es hier staubtrocken ist. Eine der trockensten Regionen der Welt, wenn nicht gar die trockenste Region der Welt. Genau hier in dieser Gegend ist, glaube ich, vor 25 Jahren das letzte Mal so ein bisschen Niesel niedergegangen. Es gibt aber auch einen Kaff, wo so seit 92 Jahren, das ist Weltrekordhalter, kein Regen mehr gefallen ist. Und in Antofagasta, das ist da unten an der Küste, ungefähr 80 Kilometer, sieht man jetzt natürlich leider nicht, da regnet es ungefähr alle 10, 15 Jahre mal, also es regnet, es nieselt halt so ein bisschen. Ja. Und ich habe mir sagen lassen, wenn es denn nieselt alle paar Jahre, dann sieht man so Heerscharen von Kindern so vor die Tür rennen, so es regnet, ja, also es nieselt halt so ein bisschen. Ne. Die sollen mal nach Hamburg kommen, ja. Quasi das genaue meteorologische Gegenteil von Hamburg, wenn man so möchte. Warum ist das so? Weil es hier trocken ist, wie ich schon angesprochen habe, wächst ja hier nichts. Und weil hier nichts wächst, ist es sau trocken. Ja, ein Teufelskreis quasi. Sobald man hier Wasser hinkippt, wächst da ein Baum. Das kriegt man schon hin, aber man muss halt Wasser hier schleppen. Ja, und das hat schon länger keiner mehr getan. Deshalb sieht man, wenn überhaupt, dann nur noch so halt echt 80 Jahre alte Vegetationsreste. Ja, relativ trostlos eigentlich, aber auch mal ganz interessant. Ja, wie gesagt, die Luft ist staubtrocken. Das Ergebnis ist dann dieser blaue Himmel. Es gibt kaum Wolken, wobei da hinten sind heute Wolken. Es ist ein relativ schlechter Tag heute, schlechtes Wetter eigentlich für hiesige Verhältnisse. Trotzdem, ich meine, wenn es alle 15 Jahre mal regnet, kann man dem Grillabend relativ gelassen entgegensehen, würde ich mal sagen. Ja? Was war geschehen, was bisher geschah? Es liegen ja relativ bewegte Zeiten hinter mir. Das Erdbeben habt ihr vielleicht mitbekommen, war für viele hier in Chile nicht lustig. Ich bin nochmal mit dem Schrecken davon gekommen, muss ich sagen. Also ich stand da schön am Strand auf 2 Meter über normal Null. Und habe dann aber glücklicherweise die Tsunami-Sirenen gehört in Antofagasta. Da heult ja alles los. Und dann sind halt mal eben ratzfatz 200.000 Leute auf den Berg gekrabbelt. Ja? Oder noch schlimmer gefahren. Ja? Und ja, wenn man dann so im Auto wohnt, ist das natürlich noch relativ komfortabel. Aber all die anderen Leute, die da so mit Sack und Pack hochrennen und Angst haben, dass es ihnen die Hütte wegspült. Und halt, wie gesagt, alle auf den Berg rennen dann, ja, also mit Kind und Kegel und Hund und Teddybär und Wasser und Schlafsack und so weiter. Also für die ist das natürlich kein Spaß und viele hat es ja auch hart getroffen. Aber ich bin nochmal davon gekommen, habe ich nochmal Glück gehabt. Wie geht's weiter? Hoffentlich geht es auch glücklich weiter in diese Richtung, hinter dieser schönen Mauer, Richtung San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama ist quasi das Gringo Town Chiles. Angeblich ein schönes Adobe-Dorf und da wird nicht der Photoshop hergestellt, sage ich gleich, sondern das ist die Architektur
die so heißt. Ja. Und das soll jedenfalls sehr schön sein, auch landschaftlich. Und da möchte ich mich ein paar Tage rumtreiben in der Wüste, bevor es da wieder runtergeht an den Pazifik, wo sie hoffentlich dann den ganzen Erdbeben-Schamott wieder so einigermaßen hergerichtet haben. Richtung Iquique, dann Arica und von Arica dann hoch aufs Altiplano nach Bolivien. Und bis dahin muss die Standheizung wieder funktionieren, denn da oben wird es richtig frisch. Muss mir also in Iquique noch schnell eine neue Batterie schießen, weil ich meine kaputt geladen habe mit meinem Laderegler. Ja, Lirum Larum Laderegler. Den neuen habe ich schon, die neue Batterie muss noch. Ansonsten steht der Bus gut da, er ist sogar gewaschen. Der Haken ist, dass man jetzt wieder sieht, wo er rostet überall. Das ist natürlich ein bisschen erfreut, aber im Prinzip steht er noch gut da, oder nicht? Ich hoffe, ihr steht auch gut da und sende euch Grüße dahin, wo ihr gerade vor dem Computer hockt. Macht's gut, ciao, ciao.